Von 6 Wochen Corona-Argonauten belächelt, von als MG2 oder je nach Struktur MG3 eingeteilten Lanzern gehasst, von Zugführern geliebt. Die Erzielerfette. Müsste man sie in aller Kürze beschreiben, macht sie aus dem leichten Maschinengewehr das Schwere. Zumindest im deutschen Sprachraum. Denn bis 2009 galten, zumindest bei der Bundeswehr, alle Maschinengewehre auf Zweibein als leichte MG, alle auf Dreibein oder Lafette dann eben als schwere MG. Die Erzielerfette, im Bundeswehr-Abkürzungsfimmel mit EZL abgekürzt, wurde bis weit in die 1980er Jahre auch Feldlafette genannt. Das Gerät wiegt inklusive ZF knapp 22 Kilogramm, ist ca. 82 cm lang, 56 cm breit und, zusammengeklappt, ca. 23 cm hoch. Die Feuerhöhe kann aufgrund der klappbaren Hinterstützen zwischen 35 cm und 70 cm variiert werden. Sehr hilfreich beim Einbau in Kampfstände. Die Feldlafette besteht aus 3 Baugruppen, der Oberlafette, auch Wiege genannt, der Unterlafette und der Richtvorrichtung. Das MG selbst, wie hier am Beispiel das MG3 zu sehen, wird durch das vordere und hintere MG-Lager in den Schlitten eingebaut. Dieser ist federnd gelagert, sodass er den Rückschlag der Waffe auch kompensiert. Das Zielfernrohr-MG oder ZF-MG stammt von Hensoldt, ist monokular aufgebaut, vergrößert vierfach und verfügt über 2 verschiedene Strichplatten, die als Absehen fungieren. Die Strichplatten selbst können beleuchtet werden, dazu wird die Beleuchtungseinrichtung, die auch über eine Handlampe zur Beleuchtung der Skalen, also der Höhen- und Seiteneinrichtung verfügt, an die linke Seite des ZF in das dafür vorgesehene Beleuchtungsfenster gesteckt. Als weitere Zielhilfen konnten auch Infrarot- oder, heute noch verwendet, Bildverstärkeraufsätze zum Nachtkampf genutzt werden. Nein, das ist nicht möglich. Okay. Doch was hat der MG-Trupp nun davon, dieses Gerät über viele, viele Kilometer während diverser Leistungsmärsche mit sich herumzuschleppen? Zum einen steigert die Erzielerfette die Kampfreichweite des MG auf ca. 1200 Meter. Sie erlaubt das Bekämpfen großflächiger Ziele, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe und, auch nicht zu vernachlässigen, das sichere Vorbeischießen an eigener Truppe. Wie genau das aussehen kann, seht ihr beispielsweise in einem Video vom BTP Konzept, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Durch spezielle Rüstsätze lässt sich das neue MG5 ebenfalls mit der EZL kombinieren. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas aus diesem kurzen Video herausziehen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video, euer Bonsai. Die Erzielerfette, gut, die ist auch schon ewig im Einsatz. Aber hat sich halt bewährt. Ist auch kaum noch viel zu kriegen.